Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Mediabook aus dem Hause Turbine Medien mitgebracht, das am 14.05.2021 exklusiv im Turbine Shop erhältlich sein wird oder ist. Es ist ja mittlerweile schon vorbei, dieses Datum. Und zwar handelt es sich dabei um Wes Cravens, Backwoods-Slasher. The Hills Have Eyes, der Hügel der blutigen Augen aus dem Jahr 1977. Jetzt werden einige vielleicht sagen, was willst du denn hier? Das ist ja ein uraltes Digipack, das hast du uns doch schon ausgepackt. Stimmt, habe ich schon. Und hier haben wir jetzt das neue Mediabook, ebenfalls von Turbine. Also der hier war damals, das war das Digipack von Turbine aus dem Jahr 2018. Und jetzt kommt dieses Mediabook hinterher. Und das Besondere, dieses Mal ist der Film hier als 4K Ultra HD, als 4K Ultra HD Blu-ray mit an Bord, inklusive HDR, also High Dynamic Range. Und brillante Helligkeit, satte Schwarztöne und lebendige Farben. Das wird den Michael Berryman hier aber freuen. Hier lebendig, ja, alles, was lebendig ist, wird von ihm entleibt und aufgefressen. So, ja, also das ist es, das Mediabook, das 4K-Mediabook zu The Hills Have Eyes. Wie gesagt, erstmal Turbine Shop exklusiv. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze von innen ausschaut. Über den Film selbst brauche ich wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Der dürfte weitestgehend bekannt sein. Was ich kurz noch sagen möchte, es handelt sich hier ja um das Original aus dem Jahr 1977. Dann gibt es aber auch noch ein Remake. Und wer meinen Kanal länger schon verfolgt, wird wissen, dass die Becky und ich sehr gerne mal Originalfilme mit den Remakes vergleichen. Und Hills Have Eyes steht sowieso schon lange auf unserer Liste. Das heißt, da kommt demnächst dann auch noch ein entsprechendes Video. So, wir schauen uns noch mal kurz den Aufkleber mit dem FSK-Siegel an. Und da haben wir hier vorne halt noch so ein paar Hinweise, habe ich euch ja eben schon vorgelesen. Der Klassiker von Wes Craven als 4K-Restauration erstmals auf Ultra HD Blu-ray limitierte Mediabook Edition mit Buchteil. 20. Ein Mediabook mit Buchteil! Ja, geil! So, das ist aber nur auf der Einschweißfolie. Und die wandert jetzt in den Müll. Das Mediabook selbst kommt in so einer schicken Lederoptik und Haptik. Ach toll, mit dem Licht. Das habe ich diesmal richtig eingestellt. Vorne drauf sehen wir Michael Berryman, einer der bekanntesten Charakterköpfe des Films. Der schaut übrigens wirklich so aus. Das ist auch ein großartiger Schauspieler, der hat halt aufgrund seiner Erscheinungsform überwiegend solche Rollen gespielt, aber das macht er ganz ausgezeichnet. Hier unten sehen wir noch die Familie, die der Kannibalenfamilie oder der Alienfamilie, je nach Synchronfassung, in die Finger gerät. Ja, und hinten drauf haben wir auch noch ein paar Szenebilder, eine Inhaltsangabe, hier das Bonusmaterial aufgeführt, hier unten die technischen Attribute der Discs. Wir haben nämlich hier, wie es ausschaut, eine 4K Ultra HD Blu-ray und eine reguläre Blu-ray mit drin. Dann haben wir unten die Credits und dann hier unten noch ein paar Copyright-Hinweise. Auf dem Spine steht ebenfalls The Hills Have Eyes, unten nochmal Michael Berryman, oben das Turbine-Logo und hier steht nirgendwo der deutsche Titel drauf, also Hügel der blutigen Augen, das stand ja beim alten noch drauf. Und hier haben wir nochmal das Bonusmaterial des Digipacks aufgeführt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da so viel Neues ist und die alte Version war limitiert. Achtung, hier steht normalerweise eine Limitierungsnummer. Das hier ist aber ein Pressemuster, deswegen steht da keine Limitierungsnummer. Und jetzt schauen wir uns mal das Mediabook von innen an. Da fällt uns erstmal hier ein Werbeflyer entgegen mit anderen Titeln des Labels. Die habe ich übrigens, bis auf Twister, der kommt noch, habe ich euch alles hier schon ausgepackt vorgestellt. Das heißt, ihr findet die Links dazu zu diesen Unboxings hier im Anschluss an dieses Video. Dann haben wir hier vorne die Ultra HD Blu-ray drin liegen. Kriege ich sie raus, ohne sie kaputt zu machen. Ja, so, hier haben wir sie.
Und hinten liegt die reguläre Blu-ray drin. Die ist etwas dunkler gehalten. Ah, da ist er wieder. Die ist etwas dunkler gehalten, aber ansonsten ebenfalls. Das ist jetzt ein bisschen komisch gemacht, oder? Das sieht fast so aus, als wenn die Discs falsch rum drin wären. Weil wenn wir hier den farbigen Innendruck sehen, hier haben wir Michael Berryman. Übrigens, das ist nicht ganz so toll gelöst. Hier sieht man nämlich die Klebepfropfen. Ich meine, gut, irgendwie muss man ja den Plastiktray am Mediabook befestigen, aber dass man das so eindeutig sieht, naja gut. Also es hat den Eindruck, als wären die falsch rum drin, weil wenn ich das hier so sehe, würde ich fast annehmen, das gehört hierher und das hier gehört nach vorne, wobei, ja doch, so rum. So rum. Ja, genau. Also ich nehme an, die lagen falsch rum drin, ist aber auch wurscht. Jetzt liegen sie richtig. So, dann haben wir hier das eben schon angekündigte 20-seitige Buchteil. Und da schauen wir uns jetzt mal an. Das ist schönes, dickes Papier. Ah, das gefällt mir auch gut hier vom Layout. Wir haben hier ja, das schaut aus wie so altes Schreibmaschinen. Also die Schriftart. Ich weiß gar nicht, wie die Schriftart heißt. Ich bin ja kein Letterologe oder wie man das nennt. Auf jeden Fall Hills Have Eyes, das Monster in dir von Thorsten Harnisch. Thorsten Harnisch, der Text. So, dann haben wir hier ein paar, obwohl das ist kein Bild aus dem Film. Das kritisiere ich ja immer, wenn da Bilder aus dem Film drin sind. Das hier schaut wirklich aus wie ein Pressebild. Auf jeden Fall, das Layout dieses Booklets gefällt mir sehr, sehr gut. Das hier ist ein Bild aus dem Film, aber schön, also das stört mich gar nicht so, weil es passt hier ins allgemeine Layout rein. Auch hier so mit diesem auf alt getrimmt. Da sehen wir uns nicht das Papier. Das Papier ist natürlich hochglanz nicht, aber so leicht glänzend. Schönes, dickes, festes Papier. Gute Qualität für mich. Und ja, also ich finde hier auf jeden Fall das Verhältnis von Text zu Bild sehr, sehr optimal. Ich mag es, wenn Mediabook-Buchteile viel zu lesen bieten. Und hier können wir in der Mitte schön sehen, das Buchteil ist vernäht. Ebenfalls ein weiterer Pluspunkt für dieses Produkt, den ich an dieser Stelle einfach auch mal erwähnen möchte. So, also diese Bilder hier, sowas, das finde ich richtig cool gemacht. Auf jeden Fall sinnvoller als Szenebilder aus dem Film. Ich erwähne das immer wieder, weil ich es einfach störend finde. So, auch hier so ein Warnung, Nukleartestzeit. Das, ja, das ist schön. Das rundet das Ganze so ein bisschen ab. Gefällt mir gut. Also ohne zu wissen, was hier drin steht, möchte ich fast sagen, der Informationsgehalt des Booklets ist relativ hoch. Auf jeden Fall ist es was zu lesen. Und das ist schon mal ein Pluspunkt, ein dicker, dicker Pluspunkt. Ein weiterer Pluspunkt dürfte die 4K-Restauration sein. Aber was es damit auf sich hat, ob wir hier eine Qualitätssteigerung bekommen haben, von der ich allerdings ausgehe, das könnt ihr dann in der Rezension nachlesen, die dann in den nächsten Tagen auf blu-raydisc.de veröffentlicht wird. Den Link dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Und wenn ihr schon da unten seid, da ist auch das ist so ein Zeichen hier, sieht ähnlich aus wie so ein Daumen. Wenn ihr da drauf drückt, ja, dann freue ich mich. Und daneben habt ihr dann die Möglichkeit, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr da drauf drückt, freue ich mich auch. Und am meisten freue ich mich, wenn ihr unter der Infobox in die Kommentare schreibt, ob ihr das Video mochtet oder nicht, weil nur so erfahre ich, ob ich alles richtig mache oder ob ich was anders machen soll. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund, bleibt geil und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer. Das ist Michael Berryman. Ich bin Michael Speyer.